Blitz, Schutz, Schutz gegen Verwirrung und Zeug, Nahkampfschutz. Blitz, warten. Regeneration jetzt schon mal? Ja, warum nicht? So, der Schlechter ist ein Boss und ist groß. Ja. Tornado. Und Hauen. Und Feuer. Und Giftwolke. Eine Gift-Tornado-Wolke, die jetzt noch mit Blitzen durchsiebt ist und Feuerbälle drin rumfliegen. Das muss sehr unentspannt sein da drin. Gift kommt natürlich auch nochmal in Spritzerform dazu. Und einen neuen Schild. Jetzt müssten wir eigentlich nur warten, oder? Weg. Weg, weg. Ah ja. Okay, Giro hat einmal vergessen, sein Schild zu machen. Das merkt man. So. Kaputt. So, so, Schild ist noch aktiv, dann hau ihn. Na komm. Was? Achso. Hätte schwören können, wir wären gerade von hinten gehauen worden. Und ich glaube, wir haben gerade wieder eine Runde geschenkt bekommen. Du, Schild. Feuer, Säure, Blitz und Gleiser kaputt durch das Ding da. Ah, hier ist ein Schlüssel. Oh, eine Kiste. Die man von der anderen Seite noch bekommt. Jupp. Scherbe des Dunkels. Oh, das ist für die Elementarschmiede. Sehr schön. Kommen wir da auch noch weiter. Heilung. Und hier ist jetzt Falaga hinter dem Boss. Jupp. Diese Tür scheint versperrt zu sein. Wer möchte versuchen, sie aufzubrechen? Hat es geschafft. Bam. Entschuldigung, Entschuldigung. Wir wollten dich nicht mit Stahlsplittern beschmeißen. Falaga. Seid ihr gekommen, um mich zu retten? Gelobt sei Sa-Elam. Diese Zelle ist nur weniger bequem als diese Wüsteninsel, auf der ich vor ein paar Jahren schiffbrüchig war. Verzeiht mir, ich habe die bedauerliche Tendenz abzuschweifen. Also, was machen wir jetzt? Wir entlassen schon wieder Kengi. Vorwärts! Was kannst du denn? Großmeister der Mystik. Klatsch über Falaga und Crackhack. Klatsch über Haus Chimera. Wie wär's mit diesem mächtigen Zauber? Was? Was für einen mächtigen Zauber? Oh. Arkane Abwendung, brennende Entschlossenheit, Windschild. Ist das alles noch von dem Kampf eben? Stunde der Kraft. Ah. Die Nahkampf- und Fernkampfwerte aller Gruppenspieler werden um 5 gesteigert. Die Macht, Magie und Wahrnehmung und Glückswerte steigern sich um 2. Das ist okay, ja. Ich hätte von dir ein bisschen mehr erwartet. Dieser Mietling, Falaga ist also unser Mietling, gut, wirkt einmal pro Tag umsonst eine Auswahl von Verteidigungszaubern. Die Auswahl enthält brennende Entschlossenheit, Windschild, Steinhausstunde der Kraft und arkane Abwendung. Aber halt nur für 2 Runden bzw. 10 Runden der andere. Muss man also direkt im Kampf sprechen. Wir kommen noch nicht mehr raus. Okay, wir müssen also... Scheint von woanders gesteuert zu werden. Du, mach mal Licht. Dich haben wir schon gedrückt. Geheimnis entdecken. Von seiner Zelle wird nichts sein. Wir könnten jetzt auch ganz fies sein und einfach uns raus teleportieren, oder? Spricht da was gegen? Ja, wir verpassen wahrscheinlich irgendwelche Story-Elemente. Also machen wir es nicht. Oh nö, Magier. Ich mag keine Magier. Blitzel. Schutz. Schwall. Eis. Noch mehr Magier. Yay. Du hau den Magier. Schwall den Magier. Oh, das war sehr schön viel Schaden.
Giftwolk, den Magier. Alle widerstanden. Komm schon. Schwall. Achso, können wir dich schon wieder benutzen? Wie jetzt? Wir können dich im Kampf nicht einsetzen. Wie sollen wir denn... Das heißt, man muss wissen, wenn ein Kampf ist, dann den Zauber von ihm sprechen und dann einen Schritt vormachen, den Kampf einleiten. Und selbst dann müssen die Gegner meistens noch nah rankommen und zu dem Zeitpunkt sind die zwei Runden schon rum, wo der Zauber... Ach, Gottchen. Okay. Ja, du, Säure. Weg. Weg. Du bist auch gleich weg, nachdem du jetzt einmal wieder... Chalana verwirrt hast. Du Hau. Du Schwall. Du Säurespritz. Oh, wir haben wieder eine Runde geschickt bekommen. Dann hätte ich doch mal ganz gerne... Heilung. Du nix. Du Schutz. Du Schwall. Nächster Tod. Und ein Stufenaufstieg für Tirik. Magie, 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 Magie. Er soll viel mehr Schaden machen. Eine richtige Glaskanone soll er werden. Also so glasig, wie ein Zwerg halt sein kann. Du Schutzschild. Na, wer ist jetzt verwirrt? Talana doppelt? Ja, es ging garantiert wieder auf Talana. So. Es kann natürlich auch gut sein, dass die Zauberer wirklich gezielt auf andere Zauberer gehen, weil sie wissen, dass die halt... den Zauber entfernen können. Was ich vollkommen okay finde. Aber ich denke eher, ich habe einfach nur Pech. Weg mit dir. Weg mit dir. Schlafen. Wir haben nicht mehr besonders viel Essen. Geheimnisse suchen. Geheimnisse suchen. Flupp. Mehr Macht. Sehr schön. What is that? Da. Du. Loots. Alles plündern. Und ich sollte in ein paar Folgen mal wieder das Equipment durchgehen. Also wir sind momentan schon ziemlich stark, finde ich. Deswegen sehe ich nicht so wirklich die Motivation da drin, jetzt das Equipment alle 10 Sekunden zu überprüfen, ob wir es optimieren können. Aber bei Zeiten, es hat sich ja doch schon einiges angesammelt. Hier an roten Sachen. Ne? Bisschen was. Das ganze weiße Zeug könnten wir auch mal wieder verkaufen. So, was haben wir jetzt hier? Du bist... Warum seid ihr beide unten? Ah, weil die Türen eigentlich schon offen sind, ich sie noch nicht gesehen habe. Okay, du... Hau. Nahkampfschutz. Wirbelsturm. Nahkampfschutz... Feuer, Gift. Kümmere dich irgendwie. Warte mal. Und zwar in Zeitstase. Die anvisierten Feinde werden im Nahkampf in einem Zustand der Zeitlosigkeit versetzt. Du. Das heißt, wenn sie jetzt durchgehend Zeitstase macht, kann der nichts machen. Okay, wir ziehen ihn mal in. Da rein. Zeit widerstanden. Okay, so viel dazu. Nahkampfschutz, Feuer, der hier muss auch noch vergiftet werden. Talana ist tot. Okay, auferwecken. Talana. Talana ist nicht mehr tot. Talana geht super. Du machst Zeitstase. Gut. Oh, können Gegner in Zeitstase Giftschaden nehmen? Das werden wir gleich sehen, denke ich. Du, das da. Ja, können sie. Talana ist bewusstlos, Talana lebt wieder. Arme Talana. So, du... Zeitstase auf ihn. Du Schutz. Du Schaden. Du, deine Regeneration tickt noch. Du Säure. Abgewehrt. Okay. Du tötest ihn. Du machst Nahkampfschutz. Du hast... was brauchst du? Du brauchst weiter Geist und Magie. Ja. Du machst gerade gar nichts mehr. Du machst Schaden. Du
machst Säure. Du kriegst auf die Nase. Nee, du. Okay. Oh, warte mal, wir können... Das muss ich mal testen. Du machst Nahkampfschutz, du machst Feuer, du machst Säure und du machst jetzt Zeitstase. Dann sind wir wieder dran. Dann haust du, dann machst du Schaden, dann machst du Schaden, dann machst du Zeitstase. Dann sind wir wieder dran. Das ist dezent und fair. Also ja, sie können es widerstehen, aber... Wenn nicht, ist es garstig. So, Magie, Magie. Ein bisschen Vitalität, weil wir gerade gesehen haben, dass sie gewonnen wurde. Haufen Knochen. Eine Seidenrobe. Ja, doch, wie gesagt, später die ganzen Ausrüstungsgegenstände mal durchgucken. Könnte gut was bei sein. Dreck, Licht. So. Aber hier ist nichts. Ja, okay. Ich wollte ja auch eigentlich raus. Aber das Spiel hat mich nicht gelassen. Der Weg zurück war zu. Ich guck nochmal, ob jetzt irgendwas offen ist. Rum, rum, rum. Naja, jetzt geht's. Kanalisation von Casa betreten. Jupp. Und dann wird Falaga hoffentlich reden. Aber bisher war nicht wirklich viel von ihm. Dafür, dass er meint, dass er schwafelt und schwatzt und abweicht und was weiß ich, hat er nichts gesagt. Er hat nicht mehr geschwafelt, er hat nur 5 Wörter gesagt. Also, die man als Abweichung sehen könnte, nämlich, dass er auf einer Sandinsel gefangen war. Okay. Ja, jetzt müssten wir wohl in Sicherheit sein. Große Asche, ich bin zu alt für solche Abenteuer. Die Lage in Karsal. Es wurde alles sehr kompliziert. Ihr müsst verstehen, dass es die Liga von Castle schon seit Jahren gibt und sie hat nie eine vollständige Loslösung angestrebt, sondern nur größere Autonomie für Castle und die Halbinsel. Nach der zweiten Blutmondfinsternis haben sich die Positionen der Bewegung verhärtet. Das hat mit dem kürzlichen Coup d'État geführt, oder zu dem kürzlichen Coup d'État geführt, wie sie im Windhuns Herzogtum zu sagen pflegen. Nachdem sie die Unterstützung der Söldner der Schwarzen Garde gewonnen hatten, das wir mittlerweile nur allzu gut kennen, haben die Radikalen die Vigile gestürmt, also die Festung, den Sitz des Herrscherers von Karsal. Niemand weiß, was aus den Ratsmitgliedern geworden ist, aber seitdem hat man nichts mehr von ihnen gehört. Kurz darauf wurde das Kriegsrecht verhängt und auf den Straßen der Stadt waren überall Streifen der Schwarzen Garde unterwegs. Und dann haben die Radikalen angefangen, ihre Reihen von den gemäßigteren Elementen zu säubern. Okay, das kenne ich woher. Was hat die Schwarze Garde damit zu tun? Das sind Mercenaries. Die Söldner der Schwarzen Garde sind schon lange hier in Castle beheimatet. Nach allem, was ich gehört habe, ist es dem neuen Anführer der Radikalen, einem Mann namens Markus Wolf, gelungen, das gesamte Kontingent der Schwarzen Garde in Castle für seine Unterstützung hinter sich zu bringen. Ob mit Geld oder Versprechungen, wer weiß. Ja, jetzt redet er sehr schön. Aber Markus ist nun das öffentliche Gesicht dieser Unternehmung. Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass ein anderer Mann hinter den Kulissen die Fäden zieht. Er heißt Dunstan. Den Namen kenne ich, das war der Typ, der uns in Sorpegal begrüßt hat, oder? Wie bitte? Diese Information habe ich bekommen, indem ich einen unzufriedenen Hauptmann der Schwarzen Garde bestochen habe. Bedauerlicherweise hat das zu meiner Verhaftung und zur Hinrichtung des besagten Hauptmanns geführt. Es tut mir leid, dass ich nicht mehr über diesen Dunstan und seine Rolle bei der Verschwörung herausfinden konnte. Vielleicht weiß Hamza mehr. Und inzwischen weiß ich auch, wo Hamza ist. Er ist nicht tot, wir haben ihn nicht umgebracht. Er lebt im Keller der Alchemistin. Plötzlich hört ihr Schritte im nächsten Tunnel. Ihr bereitet euch auf einen Kampf vor, aber der Neuankömmling erweist sich als Zuleika. Vater, ist alles in Ordnung? Fortsetzen. Zuleika, meine Liebe. Ach, ich bin so glücklich, dich zu sehen. Ja, es geht mir gut. Diese unerschrockenen jungen Schatzjäger haben mich aus dem Verlies der Schwarzen Garde befreit. Wir müssen weg von hier. Ja, ja, natürlich. Ich schlage vor, wir gehen zur Klippe. Der Piratenkönig ist ein alter Freund von mir. Ich bin sicher, er wird mir Unterschlupf gewähren. Ich hoffe, wir begegnen uns wieder, meine Freunde. Farewell. Falaga hat die Gruppe verlassen und er hat nicht Gengi zurückgeholt. Meldet euch bei John morgen. Jo, na gut, raus hier. Wo genau sind wir eigentlich? Da geht's schon mal nicht weiter.
jetzt nicht durch. Du Geheimnis entdecken. Ah, Hebel ziehen. Das ist nicht auf. Hier ist auf. Kerker von Karsal Stufe 1. Was? Ich. Hä? Ich wollte eigentlich nicht wieder zurück in den Kerker. Achso, jetzt kommen wir wieder. Nee. Nee, 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 nee. Ich muss mich da irgendwo verlaufen haben. Ja, hier. Da geht's weiter. Gut. Spinnen und Facehugger. Ja, okay, ich gehe um die Ecke. Dann kann Tirik erstmal in Ruhe seine Sachen vorbereiten. Schutz gegen alles. Schutz da. Das war zu früh. Schutz vor Veränderungen. Nahkampfschutz. Du trinkst einen kleinen Trank. Du trinkst einen kleinen Trank. Du trinkst einen kleinen Trank. Du wartest. Du machst eine Giftwolke. Du machst einen Sturm. Du machst gar nichts. Du machst gar nichts. Kommt rein. Nee, jupp. Hallo. Gift, Kettenblitz, Hauen, Schwallen. Jupp. Mehr Gift, mehr Kettenblitze, mehr Hauen. Single Target. Single Target und kaputt. Das ging jetzt schnell. Ich hatte die irgendwie schwierige Erinnerung. Okay. Neue Giftwolke. Neuen Orkan. Neuen Schild. Und warten. Beides verfehlt. Ah, na also. So. Neues Gift, weil es schön Schaden macht. Kettenblitz. Hauen. Schwallen. Na, du widerstehst ganz so viel. Talana ist verflucht. Warte. Da haben wir reinigendes Licht. Schwall. Säure, Single Target. Und weg mit ihr. Okay, und jetzt denke ich mal, ist es auch Zeit für eine kleine Pause. Und, okay, die spinnen noch. Schwall, Schutz, Kettenblitz. Was ist mit Tirik los? Tirik ist nur vergiftet, oder? Schutz. Tirik braucht Mana Mana. Da, da. Schutz. Schwall. Heilung. Schutz. Na komm, Schwall sie weg. Giftwolke bringt nichts. Du brauchst auch einen großen Mana-Trank. So, Schutz. Schwall. Gegengift, Single Target, du Gegengift auf dich, du Gegengift auf ihn, du Gegengift auf ihn. Heilung, schlafen. So, jetzt machen wir eine kleine Pause, bis gleich.